Also ich bin der Moritz, ich bin 17 Jahre alt und mache meine Ausbildung zum Mechatroniker und bin im zweiten Lehrjahr. Der Beruf Mechatroniker setzt sich zusammen aus Mechanik, Elektronik und Informatik. Wenn ich morgens komme, dann gehe ich erstmal zu meinem Spind und hänge da meine Sachen auf. Danach laufe ich zu meinem Arbeitsplatz und bereite da meine Sachen vor, mein Laptop, meine Werkzeuge. Zu meiner Aufgabe gehören das Fertigen von irgendwelchen Teilen, das Verdrahten von Schaltschränken oder das Entwerfen von neuer Steuerungen. Ja, es wird nie langweilig und sehr abwechslungsreich. Großes Aufgabegebiet. Wir haben eine relativ große Lehrwerkstatt mit ungefähr 60 Auszubildenden. Dann arbeitet man natürlich auch mit denen aus dem höheren Lehrjahr zusammen und kann dann relativ viel von denen lernen. Teamwork ist bei uns schon groß geschrieben. Gerade für die Leute, die nicht nur das Körperliche möchten, das ist dann der optimale Beruf. Das ist auch viel Denkarbeit. Die Steuerung von meiner Zwischenprüfung, die funktioniert so, also da ist eine SPS-Steuerung drin. Also die SPS-Steuerungen sind in alle Maschinen von uns so das Hauptgehirn. Und in die Ausgänge kann man natürlich auch irgendwelche Lampen anschließen, die wohl dann blinken oder den Zylinder verschieden oft ein- und ausfahren lassen. Und das alles wird dann in den Steuerungen eintippt. Ja, ich würde mich jederzeit wieder für die Ausbildung entscheiden, weil das für mich eine super Sache ist. Das war genau das Richtige nach der Schule. Also bei uns im Betrieb wird man auf jeden Fall nach der Ausbildung übernommen, wenn man jetzt nicht gerade irgendwas Blödes anstellt. Ja, und nach der Ausbildung kann man natürlich verschiedene Sachen machen, gerade Techniker. Aber ich denke, ich arbeite erstmal so als Facharbeiter weiter.